Hi, hereinspaziert. Schön, dass du da bist. Hi, Tobi. Ja, cool. Herzlich willkommen im Wiener Hauptquartier von Wer wie was, direkt hier im 19. Ah, cool. Wer wie was? Was macht ihr dann nochmal? Ja, wir erklären komplexe Themen. Das heißt, wir machen ganz viele Erklärvideos, Infografiken, E-Learning, Storytelling-Workshops. Aber dazu kann ich euch ja später noch mehr erzählen. Wenn du erlaubst, zeige ich dir gleich mal das Büro. Oh ja, führ uns mal rum. Ja, super gut. Schau mal hier. Die Kollegen sind auch wieder zurück. Und mein Schreibtisch sieht heute ein bisschen unaufgeräumt aus. Ich bin gerade am Packen. Oh, wieso packst du gerade? Oh ja, genau. Also Wer wie was ist nun auch in Deutschland. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Standort auch gemacht. Und ich bin jetzt gerade die letzten Sachen noch am Packen, damit ich dann nach Deutschland weiterreisen darf und dort auch den Standort leite und den Standort vertreten darf. Was sind dann die nächsten Schritte in Deutschland? Die nächsten Schritte? Also ich bin richtig froh, dass das Wetter jetzt wieder besser wird, dass Corona weniger wird und dass wir endlich rauskommen, einfach mit den Leuten wieder reden können. Viele Kunden haben uns jetzt auch schon eingeladen, weil wir doch schon sehr viele Kunden auch in Deutschland haben. Und ja, ich freue mich einfach extrem drauf. Wir haben auch eine Masterclass, eine Storytelling-Masterclass geplant. Und genau, in diesem Sinne geht's nach vorne und in den Frühling. Wenn du magst, mache ich dir einen Kaffee. Sollen wir rübergehen? Sehr gerne. Ja, cool. Ich hoffe doch, dass ich nach 6 Jahren in Wien jetzt auch mal einen guten Kaffee machen kann. Denn die Wiener legen natürlich sehr viel Wert auf ihre Kaffeekultur. Schau mal. Was hast du denn im Angebot? Ganz unterschiedlich. Wir haben alles da. Ich kann dir eine Wiener Melange machen. Cappuccino, großer Brauner, kleiner Brauner. Dann nehme ich doch einen großen Braun. Ja, weißt du, dass die Deutschen das den doppelten Espresso nennen? Ah, okay. Du arbeitest ja sonst auch viel mit Kunden. Was machst du denn da genau? Genau, ja, Kundenkontakt ist cool. Ich bin im Account Management und mit den Kunden gemeinsam definiere ich natürlich die Budgets für unsere Projekte. Das ist mal die eine Seite. Ich bin aber auch sehr viel in den Kickoff-Workshops mit dabei, weil die Kunden natürlich auf mich zukommen mit den großen Themen, die gerade auf der Agenda stehen. Das sind teilweise sehr komplexe Themen und die helfe ich dann gemeinsam in diesen Kickoff-Workshops zu strukturieren, zu planen und dann auch die Projekte in Richtung Erklärvideos, Infografiken und so weiter anzustoßen. Und was wirst du in Wien am meisten vermissen? Puh, auf der einen Seite natürlich, die Wiener Kaffeekultur ist einfach was ganz Besonderes. Die Kaffeehäuser, aber auch den Donaukanal, die Donauinsel ist einfach super cool. Meine Kollegen und Kolleginnen natürlich, es ist einfach echt schön hier im Büro, aber ich bin ja weiterhin dann auch immer wieder hier. Und natürlich freue ich mich hier auch schon extrem auf das Büro in Köln und den neuen Standort. Oh, den Kaffee kann ich jetzt gut gebrauchen. Ja, fantastisch. Schau mal hier, einmal großer Brauner für dich. Dankeschön. So. Setzen wir uns doch da drüben hin, da haben wir ein paar Couches stehen. So. Schau mal. So. Du, Wer wie was macht ja viel B2B-Storytelling. Was begeistert dich denn daran? B2B-Storytelling ist einfach cool. Also ich glaube, dass sowohl Storytelling total spannende Aspekte bietet, wie auch B2B-Kommunikation. Gerade im Punkt Storytelling, die Menschheit, wir Menschen, sortieren uns, strukturieren uns, interpretieren unsere Welt ganz oft mittels Geschichten. Und ich glaube, dass Gesellschaften Geschichten auch sehr oft nutzen, um Wissen zu transportieren. Und in der B2B-Welt sind die Themen natürlich besonders komplex. Also alles, was irgendwie B2B-Kommunikation ist, ist nicht so einfach. Und gerade deswegen nutzen wir Storytelling, um diese komplexen Themen zu transportieren. Gibt es eine Besonderheit in Deutschland? Puh, also wenn ich das mal so sagen darf, ich glaube, dass wir Deutschen sehr häufig 1001 Fakten über unsere Produkte, Dienstleistungen, Events erzählen. Und dabei kommt mein eigenes Gefühl oftmals diese Kernbotschaft nicht richtig zum Tragen. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns noch mehr auf diesen einen zentralen Nutzen für unsere Zielgruppen und Kundinnen konzentrieren. Und diese verpacken wir dann mit den Kunden gemeinsam und den Kolleginnen natürlich in tolle Geschichten, sodass wir einfach diesen Nutzen noch besser transportieren können. Na, dann kann es ja jetzt losgehen.
Ja, aber eine Sache noch. Ich wollte euch noch den anderen Meetingraum zeigen. Dort habe ich noch meinen Rocketman-Helm. Den will ich mit nach Köln nehmen. So. Das Büro hier ist aber schon ganz schön groß. Ja, es sind 35 bis 40 Leute immer hier. Ich freue mich, dass die Kollegen und Kolleginnen jetzt auch wieder zurück sind. Einige von den Kollegen haben auch diesen tollen Meetingraum illustriert, der sehr bunt daherkommt. Schau mal. Was ist eigentlich eine Kernkompetenz von dir? Eine Kernkompetenz, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, dass ich sehr begeisterungsfähig bin. Also ich glaube, dass ich mich wirklich auf jedes einzelne Thema von unseren Kunden einfach freue, weil diese Komplexität einfach so unglaublich groß ist. Es sind immer wieder sehr, sehr spannende, vielfältige Themen dabei. Und diese Themen dann auch in Geschichten zu bringen, die wirksam, aber auch sinnstiftend sind, das macht einfach Spaß. Das ist einfach eine coole Sache. Worauf freust du dich am meisten in Köln? In Köln? Natürlich, jetzt wo es endlich wieder wärmer wird, so ein kühles Kölsch direkt am Rhein. Aber auch die Kollegen und Kolleginnen von Morfire, unserer Partneragentur in Köln, direkt am Domplatz, ist einfach schon alles richtig cool. Ich bin ein großer Köln-Fan. Ja, cool, dann habe ich dir hier schon mal einen Kölsch mitgebracht. Ja, fantastisch, das passt ja richtig gut. Dann würde ich sagen, Prost auf unseren neuen Standort in Köln. Noch irgendwelche abschließenden Worte? Abschließende Worte, wenn du komplexe Themen hast, wenn du Themen hast, die sehr schwierig zu erklären sind und Experten, Expertinnen unterschiedlicher Farben und Fachdisziplinen zusammenbringen willst, dann ist Storytelling natürlich besonders cool. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dann auf uns zukommen kannst und wir gemeinsam dadurch natürlich coole Geschichten erzählen. Cool, danke, Dank. Tobi. Bis auf bald.